Martin Petersen an den Linien stehen, Christian Fischer und Sören Storks. Kulisse, auch wenn die Augsburger, da bin ich mir sehr sicher, lieber ein Heimspiel gehabt hätten. Aber so ist es nun mal. Und natürlich lassen die sich nicht blenden von dem, was auf der anderen Seite über 8 Wechsel gesagt wird. Dazu ist das, was der FC Bayern da aufbietet, dann deutlich zu namhafte. Die erste offizielle Begegnung bei einem Spiel zwischen Dirk Schuster und Carlo Ancelotti. Die Bayern also mit Neuer im Tor, mit der Viererkette mit Lahm, Boateng, Hummels und Bernat, Kimmich auf der Sechserposition, davor Sanchez und Thiago, außen Müller und Koman und vorne Green und Lewandowski, die Bank. Also man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, bei denen, die nicht dabei sind, auf der Bank, wie auch immer. Sascha Stegemann ist 32 Jahre, Diplom-Volkswirt aus Niederkassel, und die Augsburger, die dreimal tauschen im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg mit Hitz im Tor. Dann drei Innenverteidiger mit Hinteregger, mit Katscher und mit Janka. Wir gehen mal davon aus, Stavrilidis auf der linken und Teigl, Pflichtspiel, Startdebüt für ihn auf der rechten Seite. Chor und Bayer zentral. Max, gelernter Linksverteidiger, auf der linken Seite. Kuh rechts und vorne Dong Wonji. Auch in Augsburg hat die Verletzungsproblematik nicht Halt gemacht. Alleine vorne Finn Bogason fehlt, Kajubi, Bobadilla hinten in der Abwehr. Paul Leof, Jan Ingvar, Kaisen Bracker. So, und Thomas Müller, der seinen Spaß nicht verliert, auch wenn diese Situation in der Liga und im Pokal. Jetzt geht's los. Augsburg stößt an. Die Bayern im ersten Durchgang von der Südkurve weg, von rechts nach links. Christoph Janka. Spieler, man darf dann schon Nationalmannschaft spielen, aber man darf nicht zu alt sein. Müller. Janka. Müller mit Lahm. Tunnel. Lahm. Immer noch Lahm. Die frühe Führung durch den Kapitän Philipp Lahm, der so selten Tore schießt. Er öffnet den Reigen hier schon in der zweiten Minute. Der Ballverlust im Zentrum von Janka, war da alles korrekt? Ja, ist so. Kein absichtliches Handspiel von Kimmich, kein strafbares Handspiel. Und dann leitet Lahm den selber mit ein, mit Müller. Der lässige Tunnel und dann ein trockener Schuss. Macht er sonst eigentlich auf der anderen Seite, diesmal hier. Zweite Minute, der Kapitän. 6,5 Jahre nach seinem letzten, seiner beiden Pokaltore ist er mal wieder erfolgreich. Und Müller wünscht sich eine Flanke, aber wie ja gesagt, da muss man sich erstmal finden. Vielleicht flankt er selber. Ne, er schießt. Jetzt erinnert sich Thomas Müller an die Position da eher draußen. Deswegen, der stand eben noch im Zentrum. Thiago. Thiago. Auch nicht schlecht. Etwas niedriger als der von Müller. 1,5 Meter vorhin, 1,5 Meter jetzt. Bin ich auf den nächsten Abschluss gespannt. Platz für Lahm. Und der große Vorteil für gerade einen wie Thomas Müller, wenn die Außen so dermaßen hoch spielen. Hier auf seiner Seite Lahm, erstmal Sanchez. Das ist dann doch höher, als ich gedacht habe, was die Serie so hergibt. Müller, Thiago, Sanchez. Also es gilt für Müller, das gilt aber auch für Koman. Wenn die Außenverteidiger wie Lahm
und Bernat so hoch spielen, dann haben sie die Gelegenheit da vorne. Müller ist da vorbei. An Stafilidis. Nochmal Müller. Hier drüben ist Sanchez ganz außen. Bernat. Und da ist Coman. Kein Handspiel. Lahm. Kimmich. Der macht das ganz gut da vorne. Der ist oder da hinten so. Georg Teigl immer da, wenn er da sein muss. Und diese beiden Sprints vorne auf der anderen Seite in der Offensive hatte auch er. Thiago. Müller, Hummels ist da. Janka dazwischen. Ohne Chance. Jetzt wäre mal so eine Situation. Schnelles Umschalten. Top dagegen gehalten von den Bayern. Daniel Bayer sieht die erste gelbe Karte dieses Spiels. Deftig draufgehalten gegen Kingsley Coman. Hier, voll erwischt den Gegenspieler, da der nicht mit der Sohle schon hoch da reingegangen ist, sondern der Ball noch mit dabei war, ist das dann eben gelb. Das ist nun mal ein sehr hübsches Fotoalbum. Wird aber bei irgendwelchen besonderen Toren der Saison keine Erwähnung finden. Es geht, tauschen die Position. Es war Müller außen, dafür Lahm auf der Halbposition. Sanchez und Thiago machen viel, aber sie kriegen da dieses Bollwerk nicht auseinander. Green holt er den noch, ja. Mal so mit Tempo in die Tiefe, dann kann es klappen. Sehr gute Vorbereitung von Thiago, immer seine Lieblingspässe, no look, ohne hinzuschauen. Außen ist zu, da sind die Gelben total diszipliniert. Thiago, wenn, dann geht es über solche Situationen. Müller, nächster Abschluss aus etwas größerer Distanz. Das Problem ist natürlich, Julian Green muss sich finden, seine Rolle im Spiel. Hier der Mann mit der 37, der gerade aus dem Bild gelaufen ist. Und er ist halt auch ein anderer Spieler als Thiago mit Green. Und Green mit Thiago. Noch ein Augsburger dran, Eckball. Und die Aufmunterung von Thiago in Richtung seines 21 Jahre jungen Mannschaftskollegen da vorne. Genau so, das war so Lewandowski-like. Schön abgelegt, prima, auch genau der richtige Moment. Und Stafilidis ist noch dran. Thiago. Das erwartet ja kein Mensch von Augsburg. Dazu ist die Gefahr zu groß, dass sie dann ausgekontert werden und dann ist das Spiel ja fast vorbei. Aber die müssen natürlich dann schon passen. Müller, Green ist da! Jetzt ist er da! Und wenn ich sage, der kann nicht mit dem Kopf, natürlich kann er mit dem Kopf. Aber sowas Ähnliches haben die auch gedacht auf der Bank. 1,72. Das Ganze geht los mit dem Abschlag von Hitz, das darf man nicht vergessen. Jetzt ist ein bisschen die ganze Situation da unsortiert und dann, nein, die beiden in der Mitte dürfen natürlich den Green, auch wenn man den übersehen kann in der Höhe von Hinteregger und Katscher, da nicht so stehen lassen. Frei kann er, den macht er rein. Zweite Vorlage von Müller in diesem Spiel, 1-0 vorbereitet, 2-0 vorbereitet. Und Julian Green ganz stark, das ist auch keine leichte Position und schauen sich das an, die wissen auch, hey, guter Fußballer, wenig Einsätze, aber Kopfball, das wusste ich jetzt auch noch nicht so. Ein Ausrufungszeichen. Boateng, feiner Ball, Coman, immer noch Coman, Teigl ist da, Coman, Hitz. Oh, für der Augsburger jetzt Zeit in die Kabine zu kommen, sich ein paar neue Tipps von Dirk Schuster zu holen.
Robben und Müller haben das gemacht. Hier sind die Augsburger sofort in Position. Thiago, der kommt auch. Müller, immer noch. Müller, Hummels und Hitz. Und jetzt hat Augsburg echt Dusel. Der flutscht da durch alle hindurch. Müller macht weiter, Hummels auch. Fantastische Parade, super Reflex von Marvin Hitz. Jetzt von Bayer Augsburg mit Dirk Schuster nicht andersrum. Das ist Max, der bleibt erst einmal hängen. Dann ist Hummels da und es gibt Strafstoß. Tja, wenn ich mit dem Freistoß, dann vielleicht mit dem Strafstoß. Kuh hat sich den Ball schon mal geangelt, aber Hummels hat noch Redebedarf. Flipper und Billard hin und her. Und dann, ja, der hat seinen Kontakt, der hat auch die Arme drauf. Aber ich hege die Befürchtung, dass der Kontakt für so einen Sturz nicht reicht. Die Berührung ist unstrittig. Kuh gegen Neuer. Und Neuer schwach geschossen, aber es geht noch weiter und der ist auch vorbei. Also Elfmeter ist nicht das Ding dieser zweiten Pokalrunde. Neuer ahnt die Ecke, macht sich lang, kriegt ihn aber auch perfekt serviert. Dann und im Straucheln fliegt er dann neben das Tor. Bayer rennt da um die Ecke rum, riecht, dass da was gehen kann und dann macht er den Original nicht rein. Das ist eine Szene, Robben freut's klar, aber Augsburg natürlich nicht. Die Möglichkeit für einen Big Point zurückzukommen für den Kopf, für die Anzeigetafel. Thiago, ganz feiner Ball. Kimmich, wunderbare Flanke, das Ganze allerdings ohne Mittelstürmer. Zeige, ja, aber wenn du mit der Hand dran ist, gibt Strafstoß, so ist es auch. Der zweite innerhalb von wenigen Augenblicken. Und er sagt, er springt doch vom Körper an meine Hand. Ich habe eine Zeitlupe. Nee, springt er aber nicht. So, das ist die Chance für Thomas Müller. Mal gucken, was der daraus macht. Es bleibt dabei. Ende Oktober ist nicht die Zeit für Elfmeter. Auch nicht für Thomas Müller, der vor geraumer Zeit mal verschossen hat und dann gesagt hat, ich bin nicht mehr dran. Aber hier offensichtlich doch. Mitte und dann hoch drüber. Ja, genau. Dem schließe ich mich an. Mit Green. Aber nicht mit Philipp Max. Sowas zum Beispiel. Boateng unten durch. G. Philipp Max kommt in der Mitte mit, aber da sind drei Münchner. G gegen Boateng, außenrum Riesending. Ein ganz trockener Ball und er aus dem Nichts. Und wirklich nicht ernsthaft verteidigt von den Münchnern. Die 68. Minute und der Anschlusstreffer für den FC Augsburg. Das war die Kombination mit Müller und Green. Max ist dazwischen. Und dann ein ganz gescheiter Ball und die Bayern machen das in einer Bierruhe da hinten. Boateng bietet außen an und daraufhin entscheidet G, trotz aller Übersetzung, da gehe ich mal drauf und er hat Schuss, aber der schlägt mittig ein im Tor. Mann in Jonathan Schmid, Alaba, so und das ist das Ding. Wieder so eine komische Situation für Augsburg. Mann, oh, das war doch faul. Und dann kommt der rein, der auch durchhängt und auch nicht wusste, wie er da rauskommt. Ancelotti redet viel mit ihnen, setzt sie null unter Druck. Das ist die Szene hier, Bernat. Ja, vielleicht kann man es als Körpereinsatz durchgehen lassen, aber der geht halt nur in den Mann. Dann steht Augsburg hinten offen. Und innen durch, da muss dann Marvin Hitz auch sagen, verdammt nochmal. Also so Abstöße und der...